Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog-Eintrag. Ich bin heute nicht zu Hause unterwegs, sondern in Frankreich. Und wo genau, erzähle ich euch nach dem Intro. Ich bin hier im Elsass unterwegs. Wie gesagt, in Frankreich. Und ich laufe jetzt gerade hier so ein Weinrebenweg. Laufe ich mal so lang. Ganz schön steil hoch. Damit ich hier in den Weinbergen joggen kann. Puh. Oh, ist das steil. Leck Arsch. Naja, da oben vermute ich auf jeden Fall einen Weg. Ja. Guck ich mal. Hier laufe ich mal ein bisschen. Puh. Das ist der Ausblick. Ich bin hier in Barr. In Barr im Elsass. Und erzähle euch gleich noch ein bisschen mehr davon, wenn ich mich vom Berg erholt habe. Gerade eben noch in den Weinbergen, musste aber umdrehen, da kam ich nicht weiter. Jetzt laufe ich aus Barr raus. Da ist das Schildchen. Barr im Elsass. Naja, ich guck mal, ob ich irgendwo mal einen Weg finde, der mich hier durch diese Weinberge lotst. Ist eigentlich ganz schön, ne? Wenn man sich auskennt. Aber ich tue es halt nicht. Ich bin den ersten Tag hier, gestern Abend hier angekommen. Kleiner Kurzurlaub. Mal schauen. Mal schauen, wo ich hier lang eiern kann. Noch an der Straße. Aber sobald irgendwie ein Weg reingeht, bin ich dabei. Jetzt habe ich was gefunden. Mann, war das eine schwere Geburt. Jetzt habe ich so einen kleinen Feldweg sozusagen gefunden, der zwischen den Weinbergen hindurchgeht. Gar nicht so einfach. Bin jetzt schon gut 25 Minuten unterwegs und habe vor, heute mindestens eine Stunde zu laufen, um mir die Gegend dabei anzuschauen. Sightseeing, Jogging nennt man sowas auch dann. Naja, mal sehen, was ich so sehe. Ja, ist doch schön hier in Barr, im Elsass. Ich bin ja versucht, so eine Traube mal zu probieren von den Reben hier. Aber ich bin mir sicher, da steht unter Todesstrafe in Frankreich. Deswegen lasse ich es lieber. Ja. Aber ich bin ganz gut unterwegs, habe jetzt so einen kleinen Weg gefunden und mache mich einfach mal hier geradeaus weiter. Mal sehen, wo es mich hintreibt. Jetzt habe ich eine halbe Stunde und ja, gucken, wie weit ich komme heute. Hier so zwischen den Reben zu laufen, ist irgendwie cool. Schöne Atmosphäre, auch wenn das Wetter gerade ein bisschen diesig ist. Ich hoffe nur, dass ich den Rückweg finde. Könnte tricky werden, weil das ein bisschen verwinkelt war alles heute hier. Aber kriege ich schon irgendwie hin. Im Zweifelsfall muss ich halt weiterlaufen oder ein Taxi nehmen. Ja, ganz cool hier. Ich bin jetzt mittlerweile so weit gelaufen, dass ich in einen neuen Ort reinkomme. Gar nicht wieder heiß, weil es verdeckt ist. Wie heißt denn das? Heiligenstein. Ja, super. Sieht man das? Heiligenstein. Glaube ich jedenfalls. Heißt das so? Ja, Heiligenstein. Ja, ich laufe hier noch ein bisschen durch Heiligenstein. Hört sich sehr deutsch an. Ist ja auch im Elsass. Grenznah. Und dann mache ich mich so langsam wieder zurück nach Barr. Ich habe jetzt gut eine Stunde, die ich gelaufen bin, und dann, wenn ich die Umwege ein bisschen weglasse, lande ich wahrscheinlich bei anderthalb, schätzungsweise. Mal sehen. Heiligenstein. Ja, jetzt wird's hart.
den Weg bin ich eben hier runtergelaufen. Jetzt muss ich wieder zurück bergauf die Weinberge hoch. Kacke. Hab nicht dran gedacht, dass das noch kommt. Hatte ich völlig ausgeblendet. Aber jetzt muss ich da hoch. Ich zeig's mal. Ich dreh's mal rum. Hier ist der Weg nach oben. Recht steil, recht lang. Aber ich sehe schon das Ende. Das ist gut. Wenn man das Ende sieht, das ist toll. Hinten kommt ein Traktor. Nee, Auto. Toll. Muss man mitnehmen. Verstehen die ja nicht. Verstehen ja nicht, was ich sage hier. Was ein Glück. Ich bin jetzt zurück in Barr. Nette kleine Altstadt hier. Bin auch gleich in meinem Domizil. Bisschen viel Verkehr hier in der Altstadt für meine Begriffe. Ich hoffe hier gerade, ich nehme an zum Rathausplatz. Zeig mal gleich die Runde. Auf die Treppen. Erstmal hoch. Oh. Boah, Treppen brauche ich gerade gar nicht. Aber hier ist ganz nett. Einmal Karussell. Leider viel Autos, dummerweise. Aber trotzdem schön hier. Tolle Fachwerkhäuser, nette Atmosphäre. Zum Joggen jetzt nicht so geeignet, unbedingt gerade. Aber ich will ja nur heim. Von daher passt das schön. Jetzt bin ich gleich an meiner Unterkunft angekommen. Auch mitten hier in der Altstadt, echt schön hier. Da bin ich. Und bin jetzt 1:30 gelaufen. Wie weit, weiß ich gar nicht. 13 Kilometer, 14, ich bin recht langsam gelaufen. Hier geht's rein. So, ich sag Cheerio, Miss Sophie. Runter von der Couch, Sport machen. Auch im Urlaub. So, geht nicht hoch. Ich komm nicht rein. Wieso komme ich nicht rein? Ach, scheißegal.